Traumhauptmeer 2016. Der Chris ist auch da. Chris, komm mal. Hi. Wie lange ist das schon auf Traumhauptmeer eigentlich? Seit wie vielen Jahren? Ich weiß ja. Wann war das erste Jahr? Oh, weiß ich gar nicht. Also bei Heavy Metal Humpty war das erste Jahr 2007. Und wenn man 2007 das erste Mal Dong hatte, ist 2016 das zehnte Mal. War vorher. Also kann ich aber nicht mehr genau sagen, wann. Echt nicht, wirklich nicht. Ja, als Besucher war man seit 2004 hier bei dem Sturm. Aber mit Heavy Metal Humpty wir erst seit 2007. Und wir zeigen euch jetzt mal eine Rückschau, was sich geändert hat in all den Jahren. Film ab! Das ist einfach gute Laune und Spaß mit Metal. Dennis, deine Meinung zum Traumhauptmeer? Warum? Was sagst du zum Dong, Strilli? War's ganz okay. Aber die Wetter ist ein bisschen abgefuckt. Mehr können wir nicht groß machen. Wir haben mit Stroh vorgesorgt, falls zu viele Matschlöcher entstehen. Dieser Sturm ist ein Witz. Dieser Sturm war ein Fehlkauf. Ich hätte einen richtigen Sturm bestellt. Dong Open Air 2009. Eine wunderschöne Kulisse. Wir haben Freitagabend. Das Wetter ist besser denn je. Das Dong-Biermarkensystem versteht wie jedes Jahr natürlich niemand. Ich meine, es gibt für zwei Marken ein Bier, für eine Flasche oder eine Marke ein Bier. Aber niemand weiß, warum diese verkackten, runden Chips noch da sind. Und dieses Jahr waren wir auch in ganz krassen 4 Stunden ausverkauft. Was hältst du von den Bands dieses Jahr? Keine Ahnung, ich habe bisher nur die gesehen, die auf der Bühne gegrillt haben, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ja, ist einfach klar Rock'n'Roll, dass dieses kleine, schnuckelige Festival jetzt hier schon seit 10 Jahren existiert. Und Was ist mit dem Bier, mit dem Pfandsystem? Hast du das verbessert im letzten Jahr? Nein, ich hab's ja letztes Jahr schon erklärt, ich verstehe es immer noch nicht. Wie man sieht, die Treppe, die lange Zeit der Weg zum Dong Open Air war, ist gesperrt. Ist nämlich tödlich. Tödlich ist das, da hochzulaufen. Ist gefährlich. Massenpanik kann passieren. Wie gefällt dir das? Mein persönliches 10. Dong Open Air. Wow. Ja. Und das Dong wird jetzt 10 Jahre alt. Nein, gestern. Wir sind im Dong Open Air 2012 und ich stehe knöcheltief im Matsch. Aber sind wir doch mal ehrlich, es hat auch seinen Charme. Der Matsch ist einzigartig auf jeden Fall. Ja, ich kenne viele Festival-Matsch-Sorten und der ist also, vergleichbar ziemlich gut. Was macht denn den Matsch denn so besonders? Also was ist denn da das Kriterium? Nee, guck mal, wenn man sich das mal anguckt, der Matsch, der schwimmt eigentlich permanent oben. Man könnte hier mit so einem Schneefluch den einfach abtragen. Also der ist auf. Ich weiß nicht. Ich war geil. Dong 2014, mein Bier ist schon wieder leer. Schlimm, weil es ist halt 36 Grad im Schatten. Live. Damals hatten sie mal so ein Plattenzelt, jetzt haben sie hier so Wimpel dran. Zum ersten Mal im Leben gibt's Wasser. Wasser auf dem Dong Open Air. Ich habe geduscht, natürlich. Zum allerersten Mal auf dem Dong habe ich geduscht. Ich war gerade tanzen und war danach etwas verschwitzt und bin jetzt duschen gegangen und fühle mich toll. So, das war The Past, jetzt zeigen wir euch die Future. Dong 2016, so sieht es hier nämlich aus dieses Jahr.
Dein wievieltes Dong ist das, Kruse? Was? Dein wievieltes Dong ist das? Ich bin seit 2003 da. Heavy Metal auf TV! Alter, das sieht aus wie Gotze! Ja. Was ist denn da vor der Show jetzt? Hühnerscheiße! Geilste Festival überhaupt. Warum denn? Wir sind die besten Leute, hier ist eine geile familiäre Atmosphäre. Und es gibt Schwanzbier. Und es gibt Köstritzer Schwanz. Das liebe Dong ist das für euch? Erste. Was? Ja, ist echt das Erste. Und? Super. Tada! Der Kollege kommt aus der Nähe München. Ja. Extra fürs Dong. Ich scheiß mir gleich richtig in die Hose. Warum? Ich hab ehrlich gesagt, was das Zelt oder so. Ich meine, das ist das erste Mal, dass wir hier in diesem Zelt spielen. Ich war vor 2 Jahren schon mal hier, oder? Ja, ja, das war ja noch, wo ich hier quasi die Bierzelt-Deko war. Also, oder so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding, das ist doch mal eine andere Bühne. Für den Niederrhein und hier direkt am Pott angrenzen oder so, gibt nichts Schöneres. Also ja, ich bin froh, dass das Wetter mitspielt, weil ich schon irgendwie, ich habe schon gesehen oder mir gedacht, das Auto säuft ab und wir werden wieder Europaletten im Backstage haben, damit wir nicht absaufen. Alles schon erlebt. Und vor allem alleine für die Landschaft oder so, was ich da musst du woanders auch für bezahlen und ja, da schießt mir echt die Milch an, wenn ich das sehe. Ne, dann bin ich träumerisch, ne, so als alter Niederrheiner. Du musst einfach mal die Hormone absetzen. Die Pommes. Bis gleich. Gut. Ah, Heavy Metal! Heavy Metal! Das war okay, glaube ich. Ja.